Mal wieder was essen. Warm. Vielleicht mache ich auch mal eine Aufnahmepause nachher. Rauchen muss ich sowieso noch. Und ja. Dann will ich auch mal ein paar Parts schon zusammenschneiden und erstellen. Und ich habe das schon wieder vergessen. Wenn man redet, ist es echt schwer, sich hier kurz zu konzentrieren. Ich glaube, deswegen werde ich auch, glaube ich, ein bisschen verrecken. Weil es hier einfach nicht klappt. Oh, das ist gut. Wenn man Superwürfel macht, hat man einen Joker quasi. Da kann man mehrere machen quasi. Ja gut, ein Drilling ist auch nicht schlecht. Na gut, in der Endnutzung des Superwürfels ist es ein bisschen blöd, weil der die ganzen Steine dann aus dem Dings nimmt. Aber was soll's. Ah, ich glaube, ich habe wieder Fehler gemacht, oder? Ah, schade. Ah, zwei Paare. Noch zwei Hände, Alter. Ich habe noch die Hälfte. Das könnt ihr vergessen. Ach Mann, oh, das ist so blöd. So. Voll aus. I. Hat man das gesehen gerade? Ich habe gerade voll gesabbert. Das ist ekelhaft. Letzte Hand. Wow. Oh, das ist gut. Zack. Wenn ich Glück hab, geht, wird das noch was, aber ich glaube nicht. Flash! Nö. Doch! Wenn ich Glück hab, ich hab Glück! Ich sag ja, ich hab da manchmal Glück. Das war mein Feuerzeug gerade. Hat schon wieder einer geschrieben, aber... Wegen hier WhatsApp und so. Dann mal. Sieht man das? Wow. Ja. Sieht man da eigentlich was, was man nicht sehen sollte? Nee. Nö. Na gut, die Uhrzeit, aber... Die habe ich ja vorher schon gesagt, einfach. So, Falter. Machen wir mal Falter. Ja, kennen wir schon. Haben wir kennen und lieben gelernt einfach. Der schon mal weg. Und der nächste. Ah, schwierig. Dem 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 dem. Sorry, ich finde die Mucke einfach nur geil. So, zack. Wow. Huh, gerettet. Dem dem. Ich feiere die Mucke irgendwie, ich weiß auch nicht. Dem 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 dem. Das wird eng. Wow, knapp. Wow. Ah.
das war knapp. Alter. 40. 40. Was haben wir denn dann noch? Juhu, 44 Falter. Falter Bonanza, das ist ja super. Schon wieder eine Medaille, das ist ja schön. Zack. So, das machen... Also den Level machen wir noch fertig. Und dann werde ich eine Pause machen. Weil ich brauche was im Magen. Weil Magen knurrt ja am laufenden Band. Und das muss ja nicht sein. Als Let's Player muss man ja auch nicht verhungern, ne? Oder sollte man nicht verhungern? Das wäre sehr unschön einfach, wenn ich verhungern würde und keine Videos mehr kommen würden. Wäre schade. Weil ich mir doch so Mühe gebe. Weil ich muss wirklich sagen, ich gebe mir auch Mühe. Ich versuche mein Bestes zu tun. Auch wenn es manchmal auch mal ein paar Fehler gibt. Zum Beispiel mit der Kamera, beim Facecam. Was passieren kann, wenn man halt das erste Mal sowas macht mit Facecam. Einstellung und so. Und ja. Kann passieren. So. Damit ich immer... warte mal. 99. 99 Luftballons. Ich weiß nicht. Ich 1:30, also ich habe trotzdem noch Zeit, weil ich muss ja bloß auf okay gehen, dann geht's los. So, 1:30. Hat ja sehr viel gebracht. Nämlich fast gar nichts. Ich muss auch bald mal beenden, weil ich auf Klo muss. Das Bläschen drückt. Ach ja, Hashtag Lippenkneist. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich bin auch ganz ehrlich mit mir selber, der Vlog, den ich gemacht habe, wegen dem Programm, ja, ist nicht gut geworden, weil ich habe da zu wenig gesagt, dann waren da zu viel leere Pausen zwischen, wo ich überhaupt nichts gesagt habe. Ja, dann... Ich meine gut, die... Halt's Maul! Die Effekte auch... waren zwar nicht schlecht. Man hat das Video noch ein bisschen aufgewertet, aber ich meine, der Rest... Na gut, für den ersten Vlog, ich meine... Für den ersten Vlog ist das schon ganz okay. Ne? In Anführungsstrichen okay. Alter, war das knapp gerade. Ja, für den Vlog war das... Für den ersten Vlog war das okay, ne? Da kann ich auch einen Daumen runter verstehen. Sollte eigentlich auch nur zur Info sein, also... Werde das demnächst auch ein bisschen besser machen, einfach. Dann werde ich das so weg... Dann werde ich das rausschneiden, einfach. Und... Wird dann auch besser. Dann... Achso, Strata Max, so. Ich hab gar nicht gelesen, war so vertieft. Hab das gar nicht gelesen, was ich machen muss. Das ist super. Joa.
Aber ich weiß auch gar nicht mehr, was ich noch so Dringendes sagen soll. Worüber ich noch reden könnte. Weil das Thema würde auch ein bisschen länger gehen. Ja, das würde darum gehen. Es gibt ja bei Facebook so eine hirnverbrannten, kranken Leute, die die Haustiere quälen und das davon ein Video machen und das dann auf Facebook hochladen. So. Zwei Züge. Scheiße, schaffe ich nicht. Tschüss. Was? Ein Zug? Jo, pff. Ja, es gibt wirklich die Videos, die gucke ich selber überhaupt nicht. Weil das wollen diese Leute ja. Weißt du, und das gucke ich nicht. Ich gucke in die Kommentare, was unter dem Video geschrieben wurde, gucke in die Kommentare rein bei Facebook. Und wenn ich lese, zum Beispiel letztens auch, dass Welpen eingesperrt werden, in Benzin getränkt werden und dann lebendigen Leibe angezündet werden. Ich meine, was geht, das geht mit den Leuten nicht. Was haben die für eine Störung im Hirn, dass die so eine Scheiße machen müssen? Und das noch auf Facebook posten? Was? Warum? Ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen der Hammer ist auch, dass Facebook sperrt ja alles, was mit Brüsten, Liebesfilme, weil es soll ja, das soll ja, ja, ohne Altersbeschränkung sein, das Let's Play jetzt hier. Deswegen von Videos mit Liebesszenen, das sperren die, komischerweise. Aber kommt ein Video, wo Tiere verbrannt werden am lebendigen Leibe, wo Hunde geköpft werden oder was weiß ich, was die da für einen Scheiß machen, ich guck mir das ja wirklich nicht an. Warum sperren die das denn nicht? Ich meine, was gegen machen kann man ja auch kaum. Weil die Medien, selbst wenn man in den Medien E-Mails schreibt oder denen E-Mails schickt, und ich schaffe das schon wieder nicht, selbst wenn man das macht, die reagieren da gar nicht drauf. Die reagieren da gar nicht drauf. Weißt du, zum Beispiel, ja, RTL, ich bin sowieso so ein klassischer RTL-Hater, es ist, machen aber viele. Ja, denen interessiert nicht, was auf Facebook abgeht, was da gepostet wird. Den interessiert das nicht. Ich meine, wenn irgendwo ein Kind im Brunnen fällt, das interessiert jeden. Aber wenn Hunde oder generell Haustiere gequält werden und davon Videos gemacht werden und die bei Facebook hochgeladen werden, da reagiert überhaupt keiner. Das verstehe ich nicht. Weißt du, das ist ein ganz ernstes Thema, was auch mal diskutiert werden kann. Ich kann das nicht verstehen, sowas. Das ist mir unverständlich. Ich verstehe schon gar nicht, wie man das machen kann. Was muss man denn genommen oder geraucht haben, dass man so einen Scheiß veranstaltet? Was soll denn das? Das ist doch Blödsinn. Das ist hirnverbrannt. Ich meine, gut, es gibt Leute, die Tiere hassen. Aber dann lass das doch nicht wirklich an Tieren aus. Weißt du, denn schaffe ich das jetzt schon wieder nicht? Schwierig. Scheiße.
Oh, Leute, das gibt's doch nicht. Ist das euer Ernst? Ich will nie wissen, wie oft ich das hier schon mache. Nee, aber das ist doch krank, man. Das ist... Was soll denn das? Guck mal, die Welpen, die hatten eigentlich noch ihr ganzes Leben vor sich. Die hätten so ein schönes Zuhause haben können. Die... Als Maul da draußen. Die hätten so ein schönes Zuhause haben können. Die hätten ein schönes Herrchen oder Frauchen haben können. Ich finde da keine Worte für. Das ist doch krank. Das ist doch krank. Wer denkt sich so eine Kacke aus? Von denen die Leute, die das machen, die sind ja immer auf freien Fuß. Und ich schaffe das schon wieder nicht, ich glaub's ja nicht. Die Leute, die das machen, die sind ja immer noch auf freien Fuß. Ja, dein Vater. Meine Fresse, Alter, das ist ein Fail-Part. Verdammt. Weil ich mir nur am Quatschen bin. Nee, aber das ist... Die sind immer noch auf freiem Fuß, die werden auch nicht... Wenige werden gefasst, wenige. Da bin ich auch froh drüber, aber Alter, es ist... Bonnie, wie dumm kann man denn sein, wenn ich schon so krank wäre und das mache? Dann stelle ich das doch jetzt nicht auf Facebook. Facepalm. Da kann man nur einen Facepalm kriegen. Das ist dumm, das ist dämlich. Ich meine, gut, die Sache an sich ist schon dämlich, so einen Scheiß überhaupt schon zu machen. Das ist krank, sowas. Aber, ich sag mal, was geht denn hier ab? Hier kriege ich ja gar nichts. Das ist schon krank, dass hier alles so... Das ist schon krank, dass man das macht. Mann, was soll denn das? Ist das schon das vierte Mal, dass ich das jetzt machen muss? Was geht? Leute, das ist doch echt krank. Das ist so blöd. Und hier kommen ja auch kaum so eine Steine, dass man die aktivieren kann oder so. Wo ist denn hier was? Hä? Ach so. Ich habe so einen Hunger gerade. Ich könnte ein ganzes Schwein essen. So einen schönen Schinken. Ja. Ja, aber ich meine, es ist... Ich kann sowas nicht verliere ich jetzt schon wieder? Leute, was geht? Das ist doch krank. Wie soll man das denn machen, bitte, wenn ich hier so ein scheiß Feld habe? Was soll denn das? Dein Vater ist Game Over. Das ist schon das sechste Mal, dass ich hier das mache. Meine Fresse. Boah, das ist ja unnormal. Ah, jetzt habe ich ihn vier. Na gut, jetzt hat sie erledigt. Bäm. Na, jetzt sieht schon besser aus. Ich soll den doch nicht, den Mensch. Sorry, dass ich hier manchmal ein bisschen rumbrülle, aber ich muss vielleicht mal das Mikro. So. Ich brülle ihn manchmal so ein bisschen rum, das ist ein bisschen blöd, das tut mir auch leid. Aber ja. Das Problem ist auch meine tiefe...
Boah, das schaffe ich doch jetzt schon wieder nicht. Das ist... Oh. Och, Mann. Wegen 3 Punkten? Wegen 3 Punkten? Ernsthaft? Boah! Das ist echt ein Schlag in die Fresse vom Spiel, weißt du? Deswegen habe ich mir die Flasche über den Schädel gezimmert. Boah, Alter, wegen 3! 3, Leute, 3! Boah! Tat ein bisschen weh. Aber gut. Erhöht das Denkvermögen. Ach nee, das muss ich am Hinterkopf machen. Das hätte ich gesagt. Erhöht das Denkvermögen, aber... Ja. Was soll it? Aber jetzt bräuchte ich so eine andere Dings. Das kriege ich ja nicht. Ja, jetzt kriege ich natürlich gar nicht mehr. Das bringt ja am meisten diese komischen Dinge. 103. 8 Züge habe ich noch. Schon mal gut. Super. Suche beendet. Ernsthaft, habe ich es endlich mal beendet. Oh, ich muss pissen langsam. Ich trinke noch erstmal was. Dann werde ich den Part auch beenden. Kurz. Weil ich noch diverse Dinge zu erledigen habe. So wie Handy gucken, auf Klo gehen. Was essen endlich mal. Ich muss wirklich auf Klo. Ich hätte gerade nichts trinken sollen. Das fördert das nämlich. Ich muss mich beeilen. Ich wackel nämlich schon mit den Beinen, weil ich gerade auf Toilette muss. Das soll ja dagegen helfen. Aber ich weiß nicht. Ich merke da noch nicht viel von. Obwohl eigentlich jetzt geht's langsam. Kannst du auch mal runterkommen? Danke. Super. Ja, wenn ich hier rumwackel, das ist einfach wegen der Beine, weil ich muss wirklich auf Klo. Und ich will einfach nicht auf Klo. Weil ich das doch vorher zu Ende machen möchte. Alter. Krieg ich auch mal ein Grün hier? Ich brauche ein Grün! Oh, das hat geleckt. Ich brauche einen grünen... Was zum Henker? Was war das denn gerade? Ich brauche einen grünen, Alter. Wie ist das denn? Wieso leckt denn das? Wieso leckt denn das? Das laggt. Warum? Gut, ich mache jetzt eine Pause, weil ich gucken muss, warum das laggt. Bis dann, Leute.